Es ist so, dass wir Schwaben überall dabei waren, wo irgendwo was los war. Ohne Schwaben wäre die Reformation nicht denkbar gewesen. Martin Luther. Gut, es war kein Schwab. Aber Wittenberg, klingt das nicht ein bisschen wie Württemberg? Ich habe das einmal in eine Ballade gefasst. Die Reformation als schwäbische Weltgeschichte. Oktober ist es, 1517. Im Dunkeln kann man einen Typ sehen, der seinen Weg zur Schlosskirche richtet. Da hat er sie auch schon gesichtet. Er plant zu heften seine Thesen, 95 viel zu lesen. Er will die Ablasshändler schrecken. Da merkt er es, ihm fehlen Zwecken. Um all das an die Wand zu heften, der Umstand scheint die zu entkräften. Da sieht im Dunkel er einen Schwaben. Herr, könnte ich euren Hammer haben? Ich nutze ihn hier als einen Schlegel und dann bräuchte ich auch noch Nägel. Und als es schwindet die Umnachtung, da findet alles dies Beachtung. Die Christenheit ist, die sich nun häutet, die Reformation wird eingeläutet. Jahre drauf zum Wartburgberg kommt Besuch für Junker Jörg, wie Luther sich nun mit hin nennt, damit man ihn nicht gleich erkennt. Es ist der Schwab. Er steht davor, er klopft behutsam an das Tor und Luther kennt ihn kaum noch mehr. Herr, so sprecht, was ist Begehr? Der Schwabe beugt die Stirne nieder. Ich hätt gern meinen Hammer wieder.